Stirb doch bitte. Super. Ich würde doch niemals Bugs ausnutzen oder sowas. Also ich doch nicht. Nein. Dahinter gehe ich gleich. Ich will erstmal ganz kurz hier, sind alle tot. Wow, wo kommst du denn her? Und was bist du überhaupt? Ich habe wenig Mana. Du brauchst erstmal hier wieder ein bisschen Speed in den Füßen. Super. Hier ist nichts. Alter, wo bin ich hier? Krasse Schokolade. Ist auch voll eklig, wie die Würmer aus den Viechern rauskommen, wenn du sie tötest. Diese komischen Neferwürmer dann. Sieht leicht räudig aus. Ist aber schwer räudig. Okay, hier kommen wir über die Brücke, verlasse Weidenhain. Hier will ich aber noch gar nicht hin. Ich habe einen goldenen Schlüssel. In dem Schlüssel ist eine Truhe eingeritzt. Seltsam, mit denen kommen die Menschen. Na gut. What the fuck is going wrong with you? Oh, dieses Vieh hier, das ist auch... Alter. Aber ich verliere wenig Leben momentan. What the fuck ist das? Slaktisul. Genau so sieht's auch aus. Den Grünen habe ich natürlich komplett verwendet. Ich weiß auch gerade nicht... Boah, Alter, Alter. Boah, was macht das denn für einen Schaden? Also, nee, nicht Schaden. Was für einen... Was für ein Rumgespammer an Attacken meine ich eigentlich. Was, siehst du das? Ja, ja, komm hier. Spammt mir das einfach mal 3000 Attacken auf den Kopf. Warum nicht? Wer hat, der kann, ne? Und da haben wir das Wappen der Flüsse. Und haben das dritte Wappen gefunden. Und dann gehen wir mal schnell zurück und geben den das Wappen... Für was auch immer die jetzt verwenden wollen, habe ich gar nicht gerafft irgendwie. Wir brauchen Wappen. So, sammeln mal. Wir sind schwer verwundet. Deswegen laufen wir auch so rum und ja, lala. So ungefähr kam mir das vor. Ich heiße euch willkommen. Ja, das sind die drei Wappen. Einen Moment, ich füge sie zusammen. Ja, ja, ich verstehe. Die Estarianer haben das goldene Zahnrad in einer kleinen Höhle versteckt. Nicht weit von hier. Gegenstandsbelohnungen wählen. Kriegsbogen giftig. Sehr hohes Angriffstempo, körperlicher Schaden zurückstoßen, Alter, wie geil ist der? Zockerpistole auszehren, sehr hohes Angriffstempo. Eispanzer Geziefermarker. 17 Eispanzer, kann nur vom Begleiter angelegt werden. Also der Kriegsbogen, der sieht schon... Der sieht schon nicht schlecht aus, ne? Ach, das sind die Verwundeten hier. Ah, okay. Inventar. Eisklugsteinkorn. Ah, ich hab mir die gerade so krass ausgerüstet, ne? Ne, schade. Der Kriegsbogen ist zwar geil, aber ich hab mir die gerade so schön ausgerüstet, dass ich da jetzt echt nicht switchen will. Ich kann ihn ja mal austesten. Mal gucken, ob wir irgendwo was finden. Irgendein Monster gerade. Da oben haben wir anscheinend nichts mehr zu tun. Den Stab hier kann ich nicht einsammeln, obwohl das so lustig leuchtet. Verlasse Zugang zum Wachtwaldtempel. Ich will ja gar nicht zum Wachtwaldtempel. Ich will da runter. Aber wo ist da runter? Ach, da muss ich hier lang. Siehst du, hier waren wir nämlich noch nicht. Und dann kann ich das einmal ausprobieren, wie das funktioniert. Oh, da haben wir eine... Geldspendende. Okay, hier ist nichts. Verlasse Grundsteinriss Minenreinigung. Wir sind hier von der Minenreinigungsfirma. Wir wollten hier mal ganz kurz inspizieren, was hier eigentlich Sache ist. Okay.
Also, das macht schon Schaden, ne? Wollte ich... Also... Ich verkrafte es natürlich wieder weniger. Ich habe wenig Mana. Aber what the fuck? Das ist richtig... Also... Euer Begleiter ist schwer verletzt. Verstehe ich gar nicht. Alter, was ist das denn da drüben? Ich sollte mich vielleicht um die Leute kümmern, die hier vor meinen Augen stehen. Oh, what the fuck? Das ist definitiv... Verwundet. Ja, du bist verwundet. Das ist auch mir aufgefallen. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter flieht. Elder Karak, noch was. Irgendwas, was ich nicht begegnen will. Es tut auch weh. Stirb doch einfach eines grauenvollen Todes. Ja, du hast von allen nie was genug, du elendes Alter. Stimmt. Autsch. Ich muss aber sagen, ich weiß jetzt nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Soll ich so ein One-Shot-Bild gehen, wie bei meinem Katzi-Line? Ich glaube eher, ich setze darauf, dass die Katze viel Damage macht und gehe deswegen wieder auf Schild und das macht viel Damage, aber ich verkraft halt wenig, echt wenig. Und darum würde ich lieber darauf gehen, dass die Katze den Damage macht, während ich die ganze Zeit, da hinten stehen einfach nur wegtanke den ganzen Schokoladenmist hier, ne, was Bescheid. Und deswegen würde ich das eher so machen. Ich weiß nicht genau, warum hier zweimal der Klefenwurf abgebildet ist. Wird sicher Sinn haben. Da komme ich von hier aus rüber, sehe ich, wahrscheinlich. Wir haben gerade noch was Neues gefunden, mal ganz kurz gucken. Der nimmt natürlich jetzt in keinster Weise irgendwie... Bäh. Helm anzeigen. Wenn wir den ausblenden, sieht das schon wesentlich cooler aus. Man kann übrigens auch mal zeigen hier so, wie wir eigentlich so aussehen. Wir sind schon so ein kleines schnickes Kerlchen, ne? Das musst du einfach mal sagen. Also so renne ich auch in echt rum mit einer grün leuchtenden verzauberten Pistole und... Wie kommen wir denn da hin? Von hier nicht. Dann müssen wir hier außen rum gehen. Außen rum. Also was... Ich mache jetzt keine Witze über außen rum. Ach so, das ist das hier. Alles klar. Dann gehen wir mal hier rein wieder. Und jetzt sollte man mit der neuen Rüstung eigentlich ordentlich auf die Fresse damagen können. Deutsch ist wieder hier. Also auf die Fresse damagen können ist... wow, also... Bin begeistert von mir selber. Mit dem Mausrad könnt ihr ran oder wegzoomen. Ein Klick mit dem Mausrad. Macht irgendwas. Wir sind alle Freunde. Alter, bist hier 5 Sekunden drinne, bist halb tot. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist verwundet. Hilfe, ich werde beschossen. Euer Begleiter ist geflohen. Ich habe nicht genug Mana. Du kannst mich mal ganz kräftig am... Der Begleiter flieht. Lasst mich in Ruhe. What the fuck? Der wirft Bomben. Wie behindert ist der? Ich brauche mehr Mana. Sprengmeister. Euer Begleiter ist verwundet. Kein Wunder, dass mein Begleiter verwundet ist ständig bei sowas. Euer Begleiter ist verwundet. Ich brauche mehr Mana. Oh, macht der Damage, Alter. Ich brauche mehr Mana. Pff.
Das ist eine Level 16 Mine? Echt jetzt? Krass. Das ist ganz schön hart für eine Level 16 Mine. Die ganzen Kleinen machen da zum Glück keinen Schaden. Ich brauche mehr Mana. Oh, ich lasse es meine Viecher machen. Wie gesagt, ich tanke von hinten alles weg. Ich habe wenig Mana. Oh, der Goldsack. Ich habe wenig Mana. What the fuck? Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Oh, Alter. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Ich habe nicht genug Mana. Glaubt dich ängstlich oder so? Nein, nein, das ist Taktik. Das ist, die... Renn weg und verkriech dich in der hintersten Ecke Taktik. Funktioniert sehr gut. Ich habe wenig... Wenig Skill, ja, genau das wollte er sagen. Nietenhandschuh. Klingt ganz interessant. Hier ist ein Goldsack. Oh. Stufenaufstieg. Super geil. Super geil. So, dann machen wir mal. Uns nach unten machen. Wir sind voll aufgeladen. Oh, stopp. Sehr schön. What the fuck? Ja, ja, sehe ich auch so. Mach ruhig weiter, Kleiner. What the fuck? Das sind zum Glück nur 30. Mach du mal. Alter. Man kann, ich habe gehört, man kann auch leicht übertreiben, was die Monster angeht. Da geht es anscheinend noch weiter, deswegen gehe ich da mal nicht lang. Ich will erst mal gucken. Ah, hier geht es nicht weiter, alles klar. Der Goblin ist weg, braucht noch 12 Sekunden. Okay. Wow. Mehr Mana. Ja, ja, du brauchst mehr Mana, du brauchst dringend Hobbys, Junge. Fang mal an zu zocken oder sowas hier. Du bist voll unausgeglichen. So. Ja, ja, genau. Oh, kaputter Zünder. Kolben erforderlich. Suchen wir Kolbi, Kolben. What the fuck bist du denn? Woo! Du hast wenig Skill, das haben wir auch schon mal geklärt. Ich habe mir keine für diese Bomben treffen lassen, Alter. Die machen so viel Damage. Ach, das ist auch noch ein Bassgoblin. Na klar. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Okay, der hat mir schon mal ein Blatt gekriegt. Genug Mana. Hat er mich erwischt? Alter, guck mal, was der fallen lässt. Was? Loot! Ich liebe ihn. Kaputter. Ach, haben wir schon. Achso, da war der Zünder jetzt. Wir gucken noch ganz kurz, was es hier so gibt. Woo! Lustige Dinge. Gold. Bevor ich da weitergehe, gucke ich, ob ich hier noch rein kann. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Ich bin übrigens hier der Typ, der... Achso, hier geht's sowieso. Mach mal das. What the fuck? Ich hatte die Tasten verwechselt, deswegen war gerade so sinnlos draufgeballert. Oh, Alter! Ich bleib hinten. Ich bleib hinten und schieß so sachte drauf. Ja, genau. Ah, ist wieder so ein Sprengmeister. Kann man euch so viel Leben verlieren. Boah, Alter. Der Begleiter ist verwundet. Ja, verstehe ich auch, wieso. Ist ja kein Wunder bei den Gegnern.
Bist du Level 16, Mine, da kommst du easy. Wow! Bin verwundert. Ja, du bist ja auch schlecht. Das muss ich dir leider mal ehrlich sagen, du hast einfach nichts drauf. Boah, dieses von hinten angeballert, ich sehe die Leute. Ja, der Begleiter ist geflohen. Hör ich zum ersten Mal heute. Und merkt, wir gehören einfach voll in dieses Level-Ding hier rein, weil wenn der Begleiter ständig flieht, ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man dem Level gewachsen ist. Ich habe wenig Mana. Und Skill, nicht vergessen. Weg hier! Ich habe wenig Mana. Weg hier! Ich habe wenig Mana. Ja, du hast wenig Mana, ich weiß. Ja klar, wieder so ein Boss-Sprengvieh. Oh. Alter, hab ich Glück, dass meine Katze so viel Damage macht, ey. Ich wäre hier ohne die mega aufgeschmissen. Ja, Alter. Weil es hier runtergeht, ich glaube, ich gehe erstmal zu der Sprengbox zurück. Ich glaube nämlich, das war gar kein Weg. Das war einfach nur so ein Bonus-Ding, wo du vielleicht ein bisschen Kohle abkrabbeln kannst.